Leute, die Affenpocken sind da! Ja, die Corona-Pandemie ist noch nicht mal richtig vorbei. Da haben die üblichen Verdächtigen von Telegram schon wieder neuen Gesprächsstoff für die verrücktesten Verschwörungstheorien. Teilweise aber mit altbekannten Argumenten. Also ich will mal dazu sagen, dass Bill Gates schon seit einigen Monaten von den Affenpocken gesprochen hat. Vor vielen Monaten sogar schon mit einer Ankündigung, dass das nächste Virus dramatischer sein wird und vielleicht mehr Aufmerksamkeit erregen wird als Covid-19.